Hi, ich bin Saki. Tag 10 meines 14-tägigen Fastens. Ja, Leute, es ist Sonntag. Jetzt erstmal ein schönes Sonntagsfrühstück, oder? Ah, na, das war was. Ja, wie geht's mir? Mir geht's einwandfrei wunderbar. Gewicht heute Morgen. Ich habe seit gestern 0,4 Kilo Gewicht verloren und damit dann jetzt insgesamt 6,6 Kilogramm seit Tag 1. So, dann schauen wir mal, wie es heute so läuft. Denn beim Fasten ist die körperliche Leistungsfähigkeit natürlich immer so ein kleines Überraschungspaket. Im Moment fühle ich mich ziemlich gut. Ergebnis, auch heute bin ich bei meinen 6 Kilometern geblieben, denn das hat sich einfach für mich am vernünftigsten angefühlt. Was ein Schiedwetter, oder? Ach, ging aber. Flüssiger Sonnenschein. Ja, mittlerweile ist es abends. Als ich vom Laufen nach Hause gekommen bin, habe ich ausgeschwitzt, war dann duschen und danach war ich richtig platt plötzlich, sodass ich über 2 Stunden heute noch geschlafen habe. Und jetzt freue ich mich auf die Brühe, die mich gleich erwartet, und vorher möchte ich aber mal was zum Thema Hunger erzählen, mein Thema für heute. Und zwar nicht der Hunger, den du spürst, wenn du mal 2 Stunden lang nichts gegessen hast, sondern wirklichen Hunger von Menschen, die aufgrund irgendwelcher äußeren Einflüsse dazu gezwungen sind, nichts essen zu können. Und auch da gibt es riesen Unterschiede, gerade wenn man im Bereich Social Media irgendwo das Thema Hunger behandelt, dann gibt es immer wieder Menschen, die sich hervortun und dann erzählen, auch sie hätten schon richtigen Hunger erlitten, weil sie so und so lange kein Geld gehabt hätten, sich da irgendwas zu kaufen oder irgendwie sowas. Und ich muss ehrlich sagen, das ist meiner Meinung nach ziemlich albern, sich als ein solcher Mensch mit einem wirklichen Hungernden auf eine Stufe stellen zu wollen, um sich zu profilieren, um cool zu sein, oder einfach aus Unwissenheit oder was auch immer. Ein wirklich hungernder Mensch ist durch äußere Einflüsse dazu gezwungen, nichts essen zu können, und er kann sich auch nicht selber helfen. Und dieser Mensch hat keine Option, so wie wir es hier bei uns haben. Dieser Mensch hat Angst, jetzt daran zu sterben. Und das ist ein ganz anderer Hunger als irgendein Mensch hier in Deutschland, der gerade nicht das Geld hat, sich etwas zu kaufen, denn wir leben in Deutschland. Hier gibt es immer eine Möglichkeit, wo man sich an eine helfende Organisation oder sowas wenden kann, wo man zu einer Tafel gehen könnte oder wie man irgendwie an irgendwelche Lebensmittel kommt. Das ist nicht annähernd das Gleiche, und man sollte sich auch niemals, um sich irgendwie als cool darzustellen oder was auch immer, mit einem wirklich Hungernden auf eine Ebene begeben wollen oder das so darstellen. Das hat nichts zu tun mit einem wirklich hungernden Menschen. Dieser Mensch macht etwas ganz anderes durch. Was die Wissenschaft heutzutage über den Hunger weiß, das basiert zum Großteil auf Experimenten an Menschen, die heutzutage gar nicht mehr so wirklich denkbar wären. Man hat herausgefunden, dass wir im Gehirn ein Hungerzentrum haben, den Hypothalamus. Dieses Hungerzentrum besteht aber aus 2 verschiedenen Bereichen, nämlich zum einen dem wirklichen Hungerzentrum und zum zweiten dem Sättigungszentrum. Und diese beiden Zentren, die senden Botenstoffe in unser Blut und veranlassen eben eine Nahrungsaufnahme oder auch einen Essensstopp. Und damit die das machen können, sind die auf viele Informationen von unserem Körper angewiesen. Zum Beispiel ein fallender Blutzuckerspiegel, der Hunger signalisiert. Fällt der Blutzuckerspiegel über einen längeren Zeitraum, wird im Körper zusätzlich eine große Menge Adrenalin ausgeschüttet, um eben alle Sinne und alle Kräfte beisammen zu haben für die Nahrungssuche.
Und wenn die dann aber leider nicht erfolgreich ist und der Körper keine neue Nahrung zugeführt bekommt, dann schaltet der Körper um und beginnt eigene Reserven anzugehen. An allererster Stelle sind das immer erstmal die Kohlenhydrate. Der Kohlenhydratspeicher eines normalen Menschen ist aber so nach 1 bis 1,5 Tagen komplett erschöpft und da muss sich der Körper was Neues suchen. Dann nimmt er als erstes die Eiweißmöglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, und das bedeutet Muskelmasse. An dieser Stelle findet also tatsächlich ein erster leichter Abbau von Muskelmasse statt. Und jetzt wird ein Verhungernder natürlich nicht auf die Idee kommen, so wie ich es jetzt gerade bei meinem Fasten mache, viel Sport zu treiben, um diesen Abbau von Muskelmasse im Zaum zu halten, denn damit würde er natürlich viel, viel lebenswichtige Energie vergeuden. Und glücklicherweise gibt es im Körper aber so eine Art Schutzfunktion, sodass nach relativ kurzer Zeit von diesem hauptsächlichen Eiweißverbrauch, von dem Abbau von Eiweiß, auf den Abbau von Fett, körpereigenem Fett, umgeschaltet wird. Also der Fettstoffwechsel, die Ketose. Der Körper schaltet also vom Programm 1 Zuckerstoffwechsel auf Programm 2 Fettstoffwechsel. Zusätzlich werden an dieser Stelle bereits zahlreiche Körperfunktionen auf ein Minimum reduziert, was zur Folge hat, dass die Herzfrequenz absinkt, dass der Blutdruck absinkt und dass auch die Körpertemperatur absinkt. Die ganzen Stoffwechselfunktionen im Körper können bei einem Verhungernden wohl auf bis zu 50% reduziert werden. Ja, Fett wird jetzt also zu Ketonkörpern umgebaut, weil das die einzige Möglichkeit ist, das Gehirn mit Energie zu versorgen, und das ist die absolute Priorität für den Körper. Und bei dieser Umwandlung, das habe ich ja auch schon erklärt, entsteht Aceton, das wird abgeatmet und so kommt es bei Verhungernden zu diesem nagellackähnlichen Mundgeruch, den sogenannten Hungeratem. Je länger der Hungerzustand anhält, umso mehr Fett und Muskelmasse wird abgebaut und irgendwann ist auch gar kein Fett mehr da und dann wird halt nur noch Muskelmasse abgebaut und das bedeutet auch die Muskelmasse der inneren Organe. Selbst der Herzmuskel wird Stück für Stück abgebaut. Das Immunsystem wird immer schwächer und bricht zusammen. Die Barrierefunktion der Haut bricht zusammen und so kommt es im Körper eines Verhungernden zu unzähligen Entzündungen. In diesem Zustand sieht ein Verhungernder auch schon wirklich furchtbar aus, eigentlich nur noch Haut und Knochen. Sein Gehirn will sich aber immer weiter mit Energie versorgen, weil es nicht sterben will. Und so geht der Verzehr von eigenem Eiweiß an den Organen weiter und irgendwann kommt es dann zu einem Organversagen und in den allermeisten Fällen ist als erstes das Herz so weit, dass es aufgibt und ein Verhungernder stirbt dann sehr, sehr häufig von einer Sekunde auf die andere an einem Herzstillstand. Gesunde Menschen können zwischen 30 und 200 Tagen ohne Nahrung überleben, wenn genügend Trinkwasser zur Verfügung steht. Einen genauen Wert kann man nicht nennen, weil das von so unglaublich vielen Gegebenheiten abhängt. 200 Tage sind zum Beispiel ein so extremer Wert, da würde es sich dann wahrscheinlich um einen zuvor sehr übergewichtigen Menschen gehandelt haben, mit wahnsinnig vielen Fettreserven, der dann aber danach höchstwahrscheinlich auch nicht mehr gesund werden würde. Wissenschaftler geben so einen Durchschnittsüberlebenswert von 60 Tagen an. Ja, kein so schönes Thema, aber ich hatte ja versprochen, auch solche Bereiche mal ein bisschen zu beleuchten. Morgen würde ich dann nochmal was zum psychischen Aspekt eines wirklich Hungernden erzählen. Und das alles sollte uns doch immer wieder klar machen, wie gut es uns doch eigentlich geht. Macht's gut!